und schon geht's in das Gläubvlies hinein. Auch dieses Vlies vor uns gesäumt von Seerosen und Teichrosen. Also Idylle pur. Und wenn man den hier noch Glück haben sollte, wir haben auch das Revier vom Eisvogel erreicht. Sehen Sie denn hier rechts, ist er vorbeigeflogen. Ja, die Brücke, eine Fußgängerbrücke und gleichzeitig Radfernweg. Darüber können also Radfahrer Richtung Fürstenwerder radeln. 50 Kilometer nördlich von Temptin, also schöne Strecke, hat man die ehemalige Bahnstrecke nämlich umgebaut. Bahnbrückenfundamente, die sehen wir hier noch. Der wieder vor uns weg. Sehen Sie den Eisvogel da? Hinten ist er jetzt da ganz vorne. Ja, und gleich hier am Rande vor uns werden wir schon die ersten Seerosen und Teichrosen sehen. Zur Linken sind wir wieder auf Höhe dieser Biberburg. Ja, zur Rechten vor uns. Das ist auch gerade wieder so ein Eisvogel in die Bäume geflogen. Wenn Sie jetzt jeden Baum hier rechts absuchen, vielleicht sitzt er ja auf irgendeinem Ast.